Hallo, heute in diesem Video schminke ich mich und zwar habe ich mir gerade diesen Look geschminkt. Das ist zum Teil einmal mein Mama-Alltagslook. Also wenn ich nicht die Augen und die Lippen mitschminke, laufe ich eigentlich so jeden Tag rum. Jetzt habe ich mich noch weiter geschminkt, weil ich gleich noch ein anderes Video drehen will. Muss halt schnell gehen, ich brauche circa eine Viertelstunde und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit und ich erzähle euch so ein bisschen live quasi über die Produkte, weil ich solche Videos mega gerne schaue auf YouTube und falls es euch genauso geht, bleibt doch einfach dran und schaut mir zu, wie ich mich schminke. Viel Spaß dabei! So, als allererstes habe ich mein Gesicht mit einer ganz normalen Reinigungslotion sauber gemacht. Danach von der gleichen Marke habe ich mein Gesicht großzügig mit der Feuchtigkeitscreme eingecremt. Das ist jetzt eine Anti-Aging-Creme. Lichtschutzfaktor 8, ist jetzt nicht so hoch. Mit Q10 von der gleichen Marke, auch mit Aloe Vera. Die lässt so ein trockenes Finish irgendwie, habe ich das Gefühl. Benutze ich dann noch meistens einmal so eine ganz normale Feuchtigkeitscreme gegen rote Stellen und da ist auch Lichtschutzfaktor 30 mit drin. Also das habe ich jetzt schon alles gemacht. Genauso wie einmal meine Lippen eingecremt. Hydra Tempo Lip Care. Jetzt fange ich einmal an mit dem Primer. Trage ich auch ganz normal wie Feuchtigkeitscreme auf der Nase, auf dem Kinn und so ein bisschen hier an der Stirn auf. Auch einfach mit den Händen, da brauche ich keinen Pinsel für. Das ist einfach, damit die Stellen nachher ein bisschen feiner aussehen und man die Poren nicht so doll sieht. Ich benutze meistens immer eine Foundation vorher. Schüttel die natürlich gut. Das ist jetzt die Catrice Foundation High Liquid Coverage Foundation in der Farbe Light Beige und tupfe das dann mit so einem nassen Beauty Blender auf mein Gesicht ein. Verteile das erstmal großflächig, damit ich nicht zu viel Produkt verbrauche. Und dann muss man sich immer ein bisschen beeilen, weil es dann relativ schnell trocknet. Also ich verbrauche immer eigentlich so die meiste Zeit beim Schminken für meine Haut. Weil ich finde, wenn die Haut, das habe ich glaube ich schon mal in irgendeinem Blog gesagt, wenn die Haut gut aussieht, hat man so schon mal die halbe Miete drin. Und da ich nicht so gerne meine Augen schminke, weil ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe durch die Schwangerschaft sind meine Wimpern flöten gegangen. Ich habe gar nicht mehr so viele bzw. so lange Wimpern. Also die Ohren nicht vergessen, ganz wichtig. Und den Hals. Das Ganze verblende ich dann nochmal, wo ist mein Name? Mit einem Pinsel, dass alles auch gleichmäßig ist. Der ist relativ trocken. Das ist einfach nur nochmal, um überschüssiges Make-up so ein bisschen runterzunehmen. Achso, und ich habe nebenbei die Uhr laufen, um mal zu schauen, wie lange ich für so ein Mama-Make-up brauche. Direkt im Anschluss, ich mache halt immer erst Foundation und dann Concealer. Manche machen erst Concealer und dann Foundation, was für mich aber irgendwie keinen Sinn gibt, weil Foundation, das Wort sagt es ja schon, ne? Das ist die Grundierung quasi. Mein Concealer nehme ich von Manhattan Wake Up Concealer. Normalerweise habe ich mal den von Catrice, den Camouflage. Der ist noch ein bisschen besser, aber wie gesagt, hier in Frankreich habe ich halt kein DM. Und dann bin ich immer froh, wenn mir Leute, die mich hier besucht haben, entweder Make-up, wenn die mir das mitbringen. Das verblende ich dann mit dem Pinsel, das ist der von Real Techniques. Ich kann gar nicht, ach doch, Contour Brush. Ja, damit trage ich immer den Concealer auf. Kein Kontur. Verblend das dann hier in diesem besagten Dreieck. Also ich möchte nochmal betonen, ich habe das nirgendwo gelernt oder so. Falls jetzt irgendwer sagt, oh, das muss man aber so machen oder so, das macht man ganz anders. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Ich habe das nirgendwo gelernt. Ich mache das einfach so nach Lust und Laune. Habe mir natürlich etliche Videos auch immer auf YouTube angeguckt, also da ich gucke sowieso mega gerne diese Videos, wie sich Leute live oder in Echtzeit so schminken, wie ich das jetzt mache. Da habe ich keine spezielle Reihenfolge. Entweder mache ich immer erst Bronzer oder erst Contouring. Jetzt mache ich einfach erstmal den Bronzer drauf. Das mache ich auch mit so einem total kaputten, ich wasche die so häufig. Und das ist, glaube ich, der Pinsel von Ebeling gewesen. Kriegt man auch bei DM. Das ist so ein großer, fluffiger, der verliert auch kaum Haare. Und damit trage ich dann immer aufs ganze Gesicht
den Bronzer auf. Ein Bronzer, ganz wichtig, ohne Pailletten oder ohne Glitzer. Und vor allem nicht direkt am Haaransatz aufhören, sonst hat man so ein, wie so eine Maske. Das wollen wir ja nicht. Diese Palette, Contouring Palette von Catrice. Und mach das, ja, braucht man nicht viel zu sagen, halt zieh so etwas leicht die Konturen nach, damit man vielleicht so ein bisschen, damit man nicht so platt rüberkommt, weil ich ja am Anfang durch die Foundation ziemlich viel Kontur rausgenommen habe aus dem Gesicht. Aber weil ich eine relativ hohe Stirn habe, mache ich immer so ein bisschen hier in die, an die Ränder. Das bewirkt, dass die Stirn etwas tiefer erscheint. Dann natürlich hier ein bisschen links und rechts. Das mache ich übrigens auch mit dem Real Techniques und das ist der Buffing Brush. Wahrscheinlich macht man hiermit eher die Foundation und mit dem anderen die Contouring, aber ich habe es mir jetzt irgendwie so angewöhnt, dass ich die Pinsel halt dafür benutze, so wie ich sie benutze, und das, damit komme ich halt ganz gut klar, dann auch unterm Kinn. Falls ihr euch fragt, wo Tiny ist, Tiny schläft oben, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. In der gleichen Palette ist auch ein Highlighter, den gebe ich wieder mit dem gleichen Pinsel auf, womit ich den Concealer aufgegeben habe, und zwar nur so hier unterm Auge. Also nicht zu tief. Und dann so ein bisschen so hier auf die Wangenknochen. Und gehe dann manchmal noch so ein bisschen über die Augenbraue. Dass man wie so ein, ja, Lichteffekt hat. Highlighten eben, ne? Baking mache ich gar nicht. Das vertrage ich nicht. So, dann nochmal ein bisschen Highlighter hier auf den Nasenrücken. Vorne auf die Nasenspitze. Etwas auf die Oberlippe. Jetzt kommt noch etwas Rouge, nämlich auch die von Catrice. Ich bin irgendwie ein Catrice-Fan. Der Pinsel hier ist von Sephora. Ich weiß gar nicht, ob es einen Sephora in Deutschland gibt. Hier in Frankreich ist das so wie, ja, mein DM-Ersatz. Ich mache mir mal so ein bisschen Rouge ganz hinten hier so auf die hinteren Wangenknochen, also auf die oberen, also hier fast bis zur Schläfe. Weil ich ja ein ziemlich rundes Gesicht habe, beziehungsweise oval. Und wenn ich das hier vorne hin machen würde, würde ich, glaube ich, noch breiter wirken. Deswegen mache ich es ein bisschen nach hinten, dass es sich ein bisschen streckt, beziehungsweise zieht und nicht so hier vorne die ganze Farbe habe. Jetzt wieder ganz wichtig, verblenden, dass ich das alles schön... Ja, dass es keine Kanten gibt. So. Jetzt kommen meine Augenbrauen. Denn so, wie man sieht, habe ich kaum welche. Also, ich habe welche, aber die sieht man irgendwie nicht so richtig. Und dann ziehe ich die einmal nach. Einmal mit diesem Catrice Long Lasting Brow Definer. Das ist die 020 Flashy Brows. Gehe ich einmal hier vorne. Die sind mega gut, also ich finde die mega gut, weil die so ein bisschen so filzstiftartig sind. Das ist jetzt kein, ja, die sind halt ein bisschen feucht, ja, wie ein Filzstift einfach. Und damit ziehe ich dann vorne einmal hier meine Härchen nach. Finde ich mega gut, aber der Nachteil ist, dass die mega schnell leer gehen. Also ich habe den jetzt vor nicht mal 3 Wochen gekauft. Mit dem Duo Eye Kit von, was ist das? H&M. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Und mit einem ganz kleinen, dünnen Pinsel ziehe ich die einfach nochmal lang nach. Und ich mache mal das Puder zum Schluss drauf, weil das doch den Härchen am ehesten ähnelt. Als wenn ich da jetzt so ein nasses Gel oder so drauf klatsche, dann sehen die so nass aus. Das sieht halt relativ unnormal aus oder unnatürlich, finde ich. Und deswegen packe ich immer zum Schluss das Puder drauf, dass die halt so ein bisschen, ja, ich finde, das sieht am ehesten wie Härchen aus. Und dann gehe ich nochmal mit der Bürste entlang und nehme wieder so ein bisschen überschüssiges Puder ab. Mit Augenbrauen sieht man doch, finde ich, schon wieder ganz anders aus. Und normalerweise wäre ich jetzt eigentlich fertig. Wie gesagt, ich mache ja nicht immer die Augen mit. Das heißt, 16 Minuten, also eine Viertelstunde, finde ich, kann man nichts zu sagen. Eine Viertelstunde kann man sich morgens wohl mal Zeit nehmen für sich und sie schminken. Ich mache aber jetzt noch weiter, und zwar mit den Augen. Dafür benutze ich die Wimpernzange von Ebeline.
Not so easy. Peasy. Ja, das finde ich immer echt am nervigsten. Ist doch nervig. Ich weiß, dass man Mascara häufig, dass man die nicht zu lang benutzen soll, weil die halt so Augeninfektionen und sowas hervorrufen können. Hatte ich zum Glück bisher noch nie. Auch damals nicht, als ich mich jeden Tag getuscht habe, also als ich jeden Tag die Wimpern geschminkt habe, hatte ich nie Augenprobleme, obwohl ich meine Wimperntuschen immer bis zum Schluss aufbrauche. Deswegen sieht man jetzt auch nicht mehr die Marke. Und dann gehe ich einfach noch mit dieser etwas feineren Mascara hinterher. Die nimmt nämlich wieder so ein bisschen Produkt runter und ich habe das Gefühl, dass die nochmal... Na toll, jetzt habe ich mich angemalt. Ja, die trennt die Wimpern nochmal so ein bisschen. Catrice Glam Doll. Wer hätte es gedacht? So, meistens trickt sich dann noch so ein bisschen, weil wie man sieht, sieht man kaum was an meinen Wimpern. Deswegen mache ich meistens nochmal mit so einem Eyeliner. Ziehe ich nur hinten nochmal so einen kleinen Strich. Fast bis zur Mitte. Und gehe dann, so wie die Wimpernform ist, so ein bisschen hinten hoch. So, dann sieht es nach etwas mehr aus. So. So sieht es jetzt aus. Dann noch ein bisschen Lippenstift. Revlon 720 Creme Fire and Ice. Ich kann es nicht mehr lesen. Auf jeden Fall dieser ganz kleine von Real Techniques. Weil damit die Linie einfach genauer wird. Das ist es. Das ist mein Mama-Make-up bzw. mein Film-Make-up. Ja, falls euch das Video gefallen hat, drückt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da. Oder kommentiert auf Instagram das Foto, was ich gerade geschossen habe, mit dem Hashtag MamaAlltagsLook. Dann weiß ich, dass ihr von YouTube kommt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!